Dann wünsche ich Ihnen auch noch mal einen guten Tag. Morgen ist ein bisschen spät. Schön, dass Sie Interesse an einem Vortrag haben, der Ihnen nicht neue Methoden, die ganz neue Therapie, die jetzt gleich praktisch anwendbaren Dinge präsentieren wird, sondern eher etwas, was Bewusstseinserweiterung bedeuten könnte. Mein Name ist Manfred Louis. Ich bin Masseur, medizinischer Bademeister, bin Heilpraktiker, bin Facharzt, habe knapp 20 Jahre in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet, war der Oberarzt, habe eine Naturheilkundeabteilung aufgebaut, habe Kollegen ausgebildet in Naturheilverfahren, in Akupunktur, Homöopathie. Wir haben Psychotherapie, Körperarbeit gemacht. Ich bin jahrelang Vorsitzender der Wilhelm-Reich-Gesellschaft gewesen, weil die Körperarbeit in der Psychotherapie mir sehr wichtig war. Und bei all dem, Sie hören schon, ich habe einiges auf dem Kerbholz, was Ausbildungen angeht. Bei all diesen vielen schönen Sachen, die ich gelernt habe, hat sich immer wieder das Problem gezeigt, ja, nun, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Psychotherapie? Mache ich Entgiftung, wie die Vorrednerin das schön dargestellt hat? Oder mache ich Akupunktur? Oder mache ich Magnetfeld? Was mache ich? Warum mache ich wann was? Und in dieser Not habe ich dieses System entwickelt, das aus der Praxis kommt. Das ist also kein eingechanneltes, sondern es ist ein aus der Praxis entstandenes und sich sehr bewährt hat. Und ich brauche jetzt auch nichts verkaufen, weil ich habe die Praxis und die Klinik vor 2 Jahren aufgegeben und bin sozusagen nur noch dabei, es weiterzugeben, wenn es jemand hören will. Doppelt so laut. Wenn Sie hier in den Raum reinkommen, vor das Segel, dann schluckt es nicht mehr weg. Das Segel schluckt den Schall. Ja, dann jetzt bin ich im Konflikt. Ich versuche noch lauter zu sprechen. Wenn es nicht ankommt, bitte nochmal melden. Ich versuche die Lautstärke doch etwas höher zu. Hier vorne sind doch noch freie Plätze. Und es. Und Sie dürfen nach vorne kommen, weil es hat hier überall noch Plätze, dann hören Sie mich vielleicht auch besser. Außerdem sieht man mich dann auch noch besser. Ja, es, kommen Sie. Gut, wir nutzen die Zeit und steigen ein. Ich werde Sie erstmal mit Fragen, ein paar Fragen bearbeiten und habe klugerweise gleich die Antworten drunter geschrieben. Die müssen sich also nicht anstrengen. Haben wir den Überblick über die Therapieverfahren in der Medizin verloren und hatten wir schon einen Überblick? Das ist heute bei über 50 verschiedenen Fachärzten ganz sicher nicht mehr der Fall, dass wir einen Überblick haben. Und die Fachärzte untereinander sich auch teilweise nicht mehr verstehen. Warum ist eine Auflistung von Therapieverfahren von A wie Akupunktur bis Z bis Zielkreis, eine Atemform, Auflistungen gibt es, ganze Bücher, ja, alle Verfahren schön gelistet. Warum ist das nicht so wertvoll? Ja, ich habe Ihnen gerade gesagt, ich bin selber oft dabei gewesen, dass ich ja, meine innere Liste durchgehen hätte können und was mache ich jetzt, warum, wann. Es ist oft eher verwirrend bei Anwendern wie bei Klienten. Warum ist der Begriff ganzheitlich oder Ganzheitlichkeit üblicherweise eine Irreführung? Da schlucken doch hoffentlich schon einige, weil damit eben nicht gesagt ist, dass der Anwender das Ganze versteht. Da kann ich gleich sagen, Schulmediziner sind fair und sagen, alles, was nicht ihr Gebiet ist, ist Nebenwirkung und das wollen sie eigentlich nicht. Insofern sind sie Ganzheitsmediziner, weil auch ihre Arbeit wirkt aufs Ganze. Und jemand, der Fußreflexzonenbehandlung macht, was eine tolle Methode ist, und sich dann ganzheitlich schimpft, wirkt auf das Ganze, aber er macht keine ganzheitliche Therapie. Werden wir gleich noch dazu kommen. Warum gibt es noch kein ganzheitliches System aus meiner Sicht, das alle Teile, alle, integrativ beschreibt
weil sich noch niemand die Mühe gemacht hat, eben alle Ansätze zu verbinden und das Ganze dann zu verstehen. Und ich bin so unverschämt größenwahnsinnig und behaupte, ich habe dem zumindest einen Schritt entgegengetan. Wenn jemand mein System nachher noch ergänzen kann, werde ich ein 10. oder 11. Feld gerne aufmachen, wenn es dazu beiträgt, dass wir wirklich das Ganze dann erfassen. Sind die traditionell chinesische Medizin, Ayurveda, Anthroposophie keine ganzheitlichen Systeme? Sind ja schon alte und Systeme, die schon sehr viel unter einen Hut bringen. Also zum Beispiel in der TCM ist ja die Akupunktur, die Kräutermedizin, die Atemtherapie, das Qigong, das Tai Chi, also es sind schon völlig verschiedene Methoden unter einem System zusammengefasst. Das ist ein energetisches System, ist toll. Aber sie sind eben, Psychotherapie ist in der TCM zum Beispiel nur am Rande drin. Es gibt halt Wut, hat was mit Leber zu tun, aber sonst ist es eigentlich das, was wir als Psychotherapie kennen, gibt es in der TCM nicht. Aus der Kultur heraus ist es ganzheitlicher zu verstehen, aber es ist nicht das, was ich mit dem inzwischen sehr strengen Begriff ganzheitlich meine. So, und jetzt komme ich zu dem, was ich Ihnen gerne zeigen will. Und nochmal, es ist eine Einführung. Eigentlich brauche ich 2 Tage, um Ihnen das zu verklickern. Damit wir uns verstehen, muss ich meine Begriffe, wie ich sie verwende, mit Ihnen kurz abklären, weil Sie kennen das vielleicht mit Liebe. Jeder meint was anderes, wenn er Liebe sagt. Und bei den Begriffen, die wir jetzt besprechen, müssen wir kurz eine Begriffserklärung suchen. Körper. Der Körper ist in dem, wie ich es mit Ihnen jetzt besprechen will, das Ergebnis einer langen Kette von Entwicklungen innerhalb des Materiellen. Also Evolution vom Einzeller zum Vielzeller, das Leben hat sich zu uns fortgepflanzt und Sie kriegen, wenn Sie geboren werden, das ist ich arbeite gerne in Bildern und Symbolen, das ist so, Sie kriegen quasi ein Auto mit laufendem Motor von Ihren Eltern, aber die haben es auch wieder, also das ist eine lange Kette von Entwicklung bis zu dem jetzigen und es wird meiner Ansicht nach auch weitergehen, auch im Materiellen. Entwickeln sich, wir können das heute, glaube ich, nicht mehr so deutlich sehen, weil wir auch zu kurze Zeitspannen beobachten. Aber auch der Körper kann sich meiner Ansicht nach weiterentwickeln. Die Psyche, auch ein Ergebnis, in dem Fall jetzt die Psyche als Ich oder Ego. Mit Beginn der Geburt entwickeln wir uns, am Anfang können wir gar nicht sprechen, dann machen wir nur Laute, zeigen unsere Gefühle, dann lernen wir irgendwann zu sagen, ich, Manfred, und dann lernen wir die Regeln, das ist Psychotherapie und Entwicklungsgeschichte, welche, wir haben dann später so Anteile in uns, wie das innere Kind ist ja in der Psychotherapie ein Thema, dann Mann und Frau in uns, vielleicht auch Gott und Tier, aber das ist Psyche. Auch eine Kette von Entwicklungen, die wir durchlaufen. Und das, was ich mit Geist meine, ist ebenfalls eine lange Kette von spiritueller Entwicklung. Wenn man das Konzept von Reinkarnation nimmt und als Beispiel, wenn jemand auf die Welt kommt und bereits eine Begabung hat, die er jetzt nicht in diesem Leben scheinbar gelernt hat, kann man darüber diskutieren, wo hat er das eigentlich her? Noch ein Bild dazu, der erste hierarchische Ansatz. Das ist schon ein Hinweis, dass viele Systeme, die ich mir angeguckt habe, hierarchisch konstruiert sind. Dass entweder alles, wie es die klassische Medizin sagt, aus dem Körperlichen, aus dem Materiellen kommt. Das heißt, dass Sie denken können, ist eine Funktion Ihrer Nervenzellen, Ihres Gehirns. Also die Materie macht den Geist oder den Verstand oder, ja, das ist sozusagen, alles geht aus der Materie hervor. Oder der Kontraansatz, alles kommt aus dem Geist und dann ist der Geist drüber, über der Materie. Auch ein hierarchischer Ansatz, sehr beliebt in spirituellen Kreisen.
Ich favorisiere inzwischen einen systemischeren Ansatz, nämlich, dass es ein Wechselspiel zwischen diesen drei Komponenten gibt, die sich wechselweise dauernd beeinflussen. Also Geist hat Wirkung auf Materie, aber Materie hat Wirkung auf den Geist. Und die Psyche nicht vergessen. Das ist ein nettes Bild, das nimmt nochmal Bezug auf die vorhergehende Folie mit dem Auto, das wir kriegen. Also stellen Sie sich vor, Ihr Körper, das ist ein bisschen ein altes Modell, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ja, vielleicht sollte ich jetzt anfangen, jüngere Autos dahin zu machen. Also ich bin ein älteres Modell und habe dieses Modell von meinen Eltern quasi übernommen mit allen genetischen und Möglichkeiten, die da drin waren. Ich glaube, dass sich um die Geburt herum, manche behaupten bei der Zeugung, manche danach oder manche später, sozusagen so etwas wie Geist auf den Rücksitz gesetzt hat, der konnte aber auch noch nicht fahren damit. Und es wird in manchen Teilen dann das Selbst genannt, ja, oder was sich da reinsetzt. Und dann habe ich Manfred entwickelt, der sitzt vorne und lenkt und der geht jetzt hier auch auf und ab und redet mit Ihnen. Das ist meine Person, das bin das Ich, das Ego, ja, das beide, sowohl den Körper als auch, und das ist das, was ich sozusagen auch scheinbar mitbringe, verbindet. Die Psyche ist in dem Falle sehr wichtig und ich möchte an der Stelle gleich sagen, dass ich sehr warne davor, gerade weil ich Facharzt für psychotherapeutische Medizin bin. Viele Menschen sind in die Therapie gekommen und waren sehr spirituell orientiert und hatten eigentlich eine Ich-Problematik, um nicht zu sagen Störung. Das heißt ein schwaches, zerbrechliches, unreifes Ich und waren bereit, es zugunsten eines Glaubens sofort wegzuwerfen. Das ist in meinen Augen der beste Weg, verrückt zu werden. Also diese ursprünglich religiöse Meinung, du musst das Ich vernichten, das Ich kaputt machen, das Ego ist schlecht und kann ich nur sagen, Warnung. Das Ich reifen, ein stabiles Ich ist die Voraussetzung für eine gute Spiritualität. Ich kann das Ich dann sozusagen benutzen und überschreiten. Wie einen Mantel, den kann ich, ja, wenn das Ich der Mantel ist, dann kann ich ihn dann ausziehen und weitergehen. Aber ich kann, wenn es nötig ist, den Mantel sofort wieder anziehen. Und an der Grenze, wenn ein Zollbeamter von mir den Ausweis will, dann will er nicht meine Spiritualität hören, sondern dann will er wissen, wer ich bin, woher ich bin und wer ich bin. Und das muss ich hinlegen können. Und das ist meine Person, das ist mein Ich. Und wenn ich da anfange zu halluzinieren, ich war mal Hitler oder Tutanchamon und überhaupt, ich bin ein alter Atlanter, dann guckt er mich eventuell an und schickt mich an der Grenze zurück. Es ist bei Ihnen angekommen, was ich meine, dass diese Diskussion von wegen des Ego und des Ich ist schlecht, für mich als Psychotherapeut und Facharzt oft das Problem war, diesen Menschen klarzumachen, du musst dich erst um dein Ich kümmern und dann reden wir über Spiritualität und nicht anstatt. Jetzt noch ein paar Erklärungsbegriffe, dann können wir schon reingehen in die Hauptthematik, nämlich ich glaube an ein Urmeer oder an eine Schöpferkraft, die in verschiedenen Kulturen Namen hat. Bei uns wird es meistens Gott genannt. Und ich meine nicht den Weißbärtigen, in anderen Kulturen, im Indischen oder im Chinesischen, das Tao oder das Brahman. Im Wissenschaftlichen wird inzwischen vom Quantenvakuum geredet. Es gibt viele Namen für diesen Hintergrund, für das Eigentliche, für das. Das Spannende ist, wenn man dieses Das beobachtet, und das hat zum Beispiel Wilhelm Reich, hat sich mit dem Lebendigen beschäftigt und hat festgestellt, dass dieses Lebendige Qualitäten zeigt. Genau diese drei Qualitäten, nämlich es pulsiert, es kann strömen, es kann akkumulieren. Und es zeigt das Weltall, also unser Universum, pulsiert, strömt und baut Ladung auf und entlädt sich. Und das kann man sozusagen in allen Ebenen, Etagen, kann man immer diese Funktionen, das tun wir auch. Wie das Universum.
Wir pulsieren, wenn Sie nur Lunge, also Atemfunktion, Herzfunktion nehmen, ja, Liquorfunktionen, dann können Sie auf verschiedenen Pulsationsebenen uns Sexualität aufladen, entladen, Kontraktion, Expansion. Allein Bewegung, Muskulatur ist ein Pulsieren. Uns akkumulieren, nämlich dass wir fähig sind, Ladung aufzubauen und wieder zu entladen. Das finden wir quer durchs Universum. Und jetzt noch genauer zu den Begriffen, weil diese Begriffe liegen mir sehr am Herzen und die werden sehr oft gemischt. Auch in dem Vortrag meiner Vorrednerin war es nicht ganz so deutlich, wie ich mir das eigentlich wünsche. Nehmen wir das Beispiel des Wassers als Symbol. Dann hat Wasser die Fähigkeit, sich zu kontrahieren in der Kälte, fest zu werden, Materie zu werden, Eis. Und hat zugleich die Fähigkeit, zu Dampf oder Nebel zu werden. Und wenn wir dieses Symbol so nehmen, dann haben wir ein und dieselbe Sache, nämlich Energie. Einmal im Sinne der Bewegung als Energie und einmal der Energie im Festen, dann ist es die gleiche Energie. Und einmal im